hier geht's hoch aufs Dach. Da habe ich mich nicht zu Ende geguckt. Da bin ich einfach nur runtergesprungen, weil ich es toll fand. Da könnte aber noch ein Eingang in das Gebäude vielleicht sein. Oder Loot. Weder noch. Oh, da ist was. Ha. Nein. Oh, Schwung, mein alter Feind. Und es war schon schwer genug, auf dem Haus zu landen. Weil William ja nicht so auf Springen steht. Er ist eher so der Fallentyp. Okay, stopp. So. Das ist ein blauer Speer. So, also bei dem Haus außenrum sind wir. Dann gehen wir hier lang weiter. Rechts von uns ist noch ein Yokai, der sollte auch bei Zeiten sterben, aber vorher halt hier abklappern. Nicht, dass wir irgendeine Artefaktwaffe oder dergleichen übersehen in der Hauptmission, das wäre schade. Oh. Kann ich bitte mal mich heilen? Dankeschön. Was war der Kick gerade? Sieht interessant aus. Osttorschlüssel. Rüstung des Vasallen. Ist alles Medium. Nix für William. Auch wenn es bestimmt toll aussieht. Ach so. Das könnte man sich überlegen später noch. Wenn man irgendeine Rüstung hat, die wirklich toll aussieht, aber die eigentlich schwer ist, dass man die dann transmogt. Also wie das hier halt heißt. Also langsam geht das mit den Dämonen. Oh, wer ist stinkig geworden? Der ist stinkig geworden. Kommst zurück, ja. Oh, da grunzt noch irgendwo was links von uns. Vorne. Okay. Es ist grundsätzlich. Ja, du hast das. Da ist schon wieder Honda. Den mache ich nicht nochmal. Aria, bist du Kenjin no Tatari da? Moo, konna tokoro ni irareru ka? Ich konnte eben gerade die Bodentacke schon machen, obwohl diese Anzeige gar nicht da war. Also der rote Kreis drumherum. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, das Spiel akzeptiert auch Aktionen, bevor sie richtig angezeigt werden. Der Weg zurück, oder? Bei der gebrochenen Brücke. Ich glaube ja. Ja. Hier habe ich doch glatt noch gemeint, dass es so eine schöne Gegend wäre, wenn nicht XYZ wäre.
Das heißt, wir können jetzt noch die restlichen Dämonen töten. Da sind gar keine mehr. Das da auf dem Dach ist nur der Loot von meinem Bogenschützen. Das ist kein Einmal-Loot, der sollte ignorierbar sein. Also durch. Dann zu dem imposanten Osttor. Was wirklich schick aussieht. Selbst mit Spinnenweben. Bossfight? Okay. Ja, ist ein sehr guter Ratschlag. Auch wenn es so wahrscheinlich nicht gemeint war. Aber wir könnten noch zwei Stufen auf Stiege holen, bevor wir gleich von einem Boss gekillt werden, dessen Movement ich nicht kenne. Da. Und dann rushen wir aber gleich direkt bis zu ihm durch. Oder ihr. Also ich hätte ganz gerne mehr Geschicklichkeit. Jo. Oh, den Segen wollte ich überprüfen. Gut, nochmal Segen. Am Rittermenge um 15% gesteigert. Oder Häufigkeit von Waffen, Häufigkeit von Rüstung, mehr Elixiere oder mehr Materialien. Ich nehme mal Elixiere. Weil wir da nicht immer am Cap sind. Naja, fast. Acht mal acht, neun, was? Was heißt die Zahl dahinter? Ah, das ist die maximale Stackgröße, ne? Ja, okay, dann brauchen wir doch keine. Dann Materialien. Ach, sowas wie Dämonenhörner dergleichen. Ja, das benutze ich noch nicht effektiv genug, um. Ne? Und bleib bei einem Ritter. Das ist schön, so schnell zu leveln. Das ist keine Frage. Okay, also einfach durchlaufen. Die respawnen doch. Aber kann man wieder umgehen. Ja, Daxos ist weg. Wer Türen öffnet, kann nicht sterben. Ist er weg? Dann machen wir hier den hier. Du bist hässlich. Wenn er sich nach hinten bäumt und auflädt, sollte man nicht in Nahkampf ankommen. Gut. Das kann ich mir merken. Ah, ich habe mein Gear nicht angepasst. Können wir mal gucken. Ob der Yokai mir hier eine Verschnaufpause gönnt und der andere vielleicht noch nicht da ist. Sieht gut aus. Kommt hinterher? Nein. Dann suche ich jetzt Blitzschutz. Ja, da ist Blitzschutz, aber das klappt nicht. Verteidigung, höhere Laufgeschwindigkeit.
Nee, das sehe ich jetzt gerade nicht so viel. Es ist komisch, dass die mittleren und schwereren Rüstungen eher Blitzschutz hatten. Ich wäre davon ausgegangen, dass die schweren Rüstungen eher, also mehr physikalischen Kram haben und die leichteren Rüstungen, dafür, dass sie halt leichter sind, wenig physikalischen Schutz bieten, aber dafür mehr gegen die Statuseffekte. Ne. Achso, warte, was haben wir vielleicht noch hier so? Vorübergeht Elementarschaden, heilt und verhindert. Heilige Asche. Wenn sie auf Schützen oder medizinische Gegner aufgetragen, entfernen sie unerwünschte Statuseffekte. Nee, es geht mir nur um den Initialschaden. Spalt sie Flammen, verwundet, nein. Das wird dafür sorgen, dass wir Blitz auf die Waffe bekommen, nicht was anderes. Das ist N-Paralysierende, bringt auch nichts. Vertrautheit. Fügt nahen Yokai hohen Ki-Schaden zu. Jetzt kommen meine Sachen, die ausgewählt sind. Nein, ich will Salki-Schwert nicht ausrüsten, danke. Nee. Okay, ich probiere es einfach nochmal, wie eben gerade auch. Und halte mir einfach mehr von ihm fern. Und benutze den Schutzgeist. Ja, dann nimmt er mich als Ziel und macht dann drei Blitze. Jo, okay, oder mehr. Das war Blitzstrahl. Da macht er die Blitze hinter sich. Und lässt schützen. Weg, 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 weg. Ja. Das war eine gute Idee. Die Paralyse bräuchte ich bei ihm 5 Sterne, die ich nicht habe. Oh, 4. Das war neu. Obwohl, ich habe vorher falsch erzählt. Bei dem Blitzstrahl, den er macht, diesen schwierigen Strahl und nicht die umkommen, da müsste ich nochmal schauen, wie ich hier umgehen kann. Vielleicht mit Deckung. 2, 3, 4. Okay, es sind immer 4. Ah, wenn er versucht, den Blitzstrahl zu machen und ich dann werfe. Das macht er nicht. Jetzt? Ne, zu. Komm, was normal war toll. Ne, hat nicht hingehauen. Heiltrank. Ja. Nee. Habe ich kommen sehen. Aber war schön knapp. Das könnte nächstes Mal drin sein. Dann beschwöre ich aber jetzt auch schon meinen Schutzgeist. Lade ihn voll auf.
voll auf an irgendeinem kleinen Kram. Oh, passt das schon. Ah, ich habe jetzt nochmal 6 Elixiere. Ja, das ist unschön. Da bräuchte ich mehr, wie ich gerade festgestellt habe. Gut, ich habe auch mehr verbraucht, weil ich halt rumgetestet habe. Oh, ein Elixier. Ist im Randlauf nicht ganz so schnell, glaube ich, wie ich dachte. Oh, du hältst mehr aus, als ich dachte. Eins, zwei. Einziges Elixier ohne Geizkragen. Hier war noch einer von. Ne, hier waren Shinobi. Ja. Er gebunden. Tot. Ich könnte mein Inventar kurz durchsuchen. Das, was ich eventuell behalten möchte, fixen, den Rest opfern, weil die Geister geben ja doch recht häufig, also die Kodama, ja, wenn man denen was opfert, geben sie einem doch recht häufig Elixiere. Ja, jetzt verbrauche ich es wieder eins. Ach, Bombenwerfer ist gerade stinkig geworden, ja. Hier zurück. Okay, und Kodama siegen doch auf Elixiere wechseln. Weil selbst wenn man mal ein Stack voll hat, was ja nicht mehr der Fall ist, braucht man ja noch mehr im Lager, um das Stack-Ding immer wieder aufzufüllen nach einem Tod oder ähnlichem. Könntest du eventuell damit aufhören? Und das waren alle meine Wurfwaffen. Und er droppt. Natürlich nichts hier. Ich wollte ihn eigentlich assassinieren. Ich laufe aber den Standardweg nochmal zurück zum Eingang. Geh da das Inventar durch, opfer da das weg, wechsel den. Hm? Ja, ja, ja. Wechsel den Segen auf Elixier. Dann passt das auch nicht. Das heilt auch, oder? Also Schutzgeist. Schutzstein. So, hast du mich gerade bemerkt oder jemand anders? Das Nackenhaarradar von William ausgelöst.